Mama, hast du gesehen? War das nicht Toad Scover? Was in aller Welt hat das nun wieder zu bedeuten? Hat sie uns hier eingeschlossen? Nicht? Oh. Schade. Hätte sie ihr zugetraut. Ist hier sonst noch was? Ich gehe mal noch mal runter. Gucken, ob hier irgendjemand irgendwas mitbekommen hat wieder. Ein bisschen rumschnüffeln. Nicht? Hm. Die Kunden haben ihre Produktiv-Umgebung abfackeln lassen. Oh je. Okay, da passiert auch sonst nichts weiter. Ui, ui. Achso, nee, das war ja die vom Champion oder so war das, ne? Da geht's nur raus. Ich glaube, wir müssen jetzt sowieso gegen den Champion antreten, oder? Wir sind auch Rang 1. Wir sollen aber nicht in den leeren Ring gehen. Wie komme ich da überhaupt hin? Also er sagt, ich soll es nicht machen, dementsprechend will ich es machen. Umgekehrte Psychologie. Ich würd eigentlich schon gerne luschern gehen. Kommt man aber auch nirgendwo durch. Kann ich auch nicht K.O. hauen, ne? Schade. Ja, gut. Dann bereite ich mich mal für den nächsten Kampf vor. Naja, der Ring ist gerade nicht leer. Ja, das stimmt auch wieder. Geht's dir eigentlich wieder besser, Kumpel? Was ist das eigentlich für ein Gefühl, kurz vor dem Meistertitel zu stehen? Du hast es fast geschafft. Okay, dem geht's anscheinend wieder gut. Ist das Klo immer noch besetzt? Ist immer noch besetzt. Leg mich mal hin. Ich weiß nicht, ob ich das schon gemacht hatte, aber ich mach das mal. Entweder hatte der Lakito eine Wolke aus Zement oder der Hammer ist weich. Das ist eigentlich ein Gummihammer, den ich hier habe. Hallo Bomber. Du möchtest dich also zum Kampf anmelden? Bei deinem nächsten Kampf geht es um den Titel. Und daher ist dein folgender Gegner der Champion. Sein Name lautet Aurelius. Ich hoffe auf einen außergewöhnlich spannenden Kampf. Im folgenden Kampf solltest du mindestens eine Sternattacke nutzen. Das kriege ich hin. Okay. Eine Sternattacke. Ich möchte. Sie hier aber noch benutzen.
damit ich den direkt scannen kann. Er lacht, er ist böse. Anna. Meinst du? Und Hallöchen, Anna. Hallo. Und willkommen zum Paper Mario Stream. Hi. Ich hoffe, euch geht's gut. Hallo, danke schön für den Raid. Hallo, Exu. Na, du? Hi, ich bin Ellie und wir spielen aktuell Paper Mario. Ich habe vor kurzem erst Horizon Zero Dawn fertig gespielt gehabt. Vielleicht spielen wir demnächst mal Assassin's Creed. Ich werde es auf jeden Fall morgen wahrscheinlich mal antesten und ansonsten spielen wir hier gerade noch ein bisschen Paper Mario weiter. Ja, und sonst spiele ich halt eigentlich alles. Alles Mögliche. Ich soll im Namen von Anna Hallo sagen. Sie musste leider sofort los, weil wegen Kind und Essen und so. Alles gut, alles gut. Weißt du, wir essen Kinder? Nein, 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 Zero. Wir essen keine Kinder. Bitte keine Kinder essen. Alles gut. Aber danke schon nochmal für den Raid. Dankeschön. Moment mal. Wie lange geht es aber nicht zum Ring? Für diesen besonderen Kampf gibt es besondere Anweisungen, also folgt mir einfach. Oh oh, das ist nicht gut. Folgt ihm nicht. Folgt ihm nicht. Folgt ihm nicht. Hey, wo bringst du uns denn hin? Folgt ihm nicht. Oh no. Warum folgt ihr dem denn? Wartet hier. Frage ich mich auch gerade. Das muss auch ein Raum für die zweite Liga sein. Aber es ist gar keiner da. Wir sollten hier warten, aber was wird aus unserem Kampf gegen den Champion? Dann heißt es, dass wir nicht gekommen wären, oder? Kommen wir nun zum Hauptevent des Abends. Bomba-Luigi, derzeit auf Rang 1 der ersten Liga, trifft endlich auf unseren Champion, Aurelius. Begrüßen wir zunächst das wandelnde Kraftwerk Aurelius. Warum eigentlich Bomba-Luigi? Ich weiß es nicht, Exu. Er hat uns einfach den Namen gegeben. Aurelius, unser Champion, bereit für den Kampf? Dein Herausforderer ist ein gefährlicher Gegner. Es gibt nur einen Champion und das bin ich also. Soll dieser bärtige Gnom Luigi doch versuchen, mich zu besiegen? Den mache ich platt. Aber bisher hat es noch niemand so schnell auf Rang 1 der ersten Liga geschafft. Bomba ist also schneller aufgestiegen als du selbst, Aurelius. Und was heißt das schon? Ich werde hier und heute den Beweis stellen, dass ich die Nummer 1 bin. Das dauert aber ganz schön lange. Ich gehe mal fragen. Mario? Das ist... Also, die Tür ist abgeschlossen. Wir haben uns eingesperrt. Ja, natürlich. Was habt ihr denn gedacht? Begrüßen wir nun den Herausforderer. Den hämmernden Henker. Bomba Luigi. Aber... Es scheint ein Problem zu geben. Wo bleibt Bomba Luigi? Der hat sich aus Angst vor mir irgendwo versteckt. Was für ein Drama. Sollte Bomba Luigi tatsächlich verschwunden sein?
Wenn er nicht unverzüglich im Ring erscheint, wird der Champion Aurelius kampflos zum Sieger erklärt. Oh no. Oh no, 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 no. Ich mache mich mal hier bereit. Mach das, Exo. Macht das viel Spaß. Wenn wir nicht im Ring erscheinen, wird der Kampf als Niederlage für uns verbucht. Also müssen wir irgendwie hier rauskommen. Ja, aber so schnell wie möglich, ja. Hallo, ist hier was? Oder jemand? Oh, hier, warte mal. Ich sehe doch da was. Tschüss. Aha. Nichts zu machen. Die geht auch nicht auf. Auf. Oh. Hier ist ein Klo. Ich spüre mich einfach das Klo runter. Natürlich. Ja, klar, warum nicht? Und dann komme ich aus dem besetzten Klo wieder raus, was die ganze Zeit besetzt war? Oh, wo sind wir denn jetzt? Na, auch egal. Hauptsache, wir kommen schnell zum Ring. Ja, let's go. Ja, ich komme. Wirklich, das ist das Klo, was die ganze Zeit besetzt war. Tschüss. Adios, amigos. Oh Gott, lauf schneller, Luigi, genau. Mario. Mario. Was? Ach so. Wenn du hier rein willst, nimm die Tür auf der anderen Seite. Oh, verdammt. Ich bin auf die falsche Tür gelaufen. Hoppala. Es hat lang gedauert, aber da ist er endlich. Bomber Luigi! Ah. Sieht so aus, als wären wir gerade noch rechtzeitig. Und wow, was ein Jubel! Steigen wir in den Ring, schnell. Ja, jetzt habe ich dich nur leider auch. Ich hätte halt erst gern Gumbina gehabt. Die hat mir sagen können, halt wegen Schwächen, Stärken und so. Was für eine Begrüßung für den Herausforderer Bomber Luigi. Wird unser Champion Aurelius den bärtigen Barbaren besiegen können? Jetzt bin ich ein bärtiger Barbar, oder was? Hallo, ich bin der bärtige Barbar. Wir erwarten mit Spannung diesen schicksalhaften Kampf und endlich der Gong. Oh, die Musik. Die Musik ist ja nice. Bärtige Barbaren essen Barbaras Rhabarberkuchen. Oh Gott. Mach mal ein bisschen Hype im Chat. Finalkampf hier. Hey Bomber, endlich. Das ist der Champion. Na, ich bin bereit. Ihr hättet besser eingeschlossen bleiben sollen. Guck mal, was er damit zu tun hat, der Arsch. Was? Das ist doch... Du bist also der Schuft, der die Wache überredet hat, uns einzuschließen? Genau. Und ich habe euch auch den giftigen Kuchen geschickt. Ja, zum Glück habe ich den nicht gegessen. Weil ich schlau bin im Gegensatz zu dir.
Ich mache jeden fertig, der sich mir in den Weg stellt. Verlasst euch drauf. Dann hast du also auch das Sternjuwel versteckt und uns diese Drohung geschickt. Was? Nee, davon weiß ich nichts. Sternjuwel nie gehört. Aber was auch immer. Besonders fair bin ich zwar manchmal wirklich nicht. Aber als Kämpfer bin ich auch ohne Tricks ein Ass. Ich werde euch im Handumdrehen zu Kleinholz hacken. Okay. Die Musik ist voll cool. Mach ihn platt! Ich bin voll dabei. Ich kann gerade noch keine Sternattacke machen. That's okay. Lekshan, er hat keine Verteidigung. Okay, okay. Nebel. Für Nebel brauche ich Wolkendame wieder. Aber ich brauche... Achso, ich brauche gar keine Scheunlage mehr. Okay, warte. Weiß ich nicht. Eigentlich... Ich brauche die schon, ne? Dafür. Nebel ist halt echt kacke. Ich kann mal versuchen, ob ich ihn einsaugen kann. Oder den. Ist schrumpfen. Komm, ich versuch's mal. Ich habe ja 3 Versuche zu treffen. Okay. Bringt bei dem nichts. Okay, bringt bei dem nichts. Ich bräuchte eigentlich auch Gumbrina. Einfach nur, um zu wissen, wie viel Leben der hat. Ah, jetzt ist der Nebel auch wieder weg. Willst du mich verarschen? Nice. Nice. Direkt ein Bingo rausgehauen. Oh, Knutschkuss, du bist fies, Ellie. Ja, den Küsschen auf den Schnabel halt. Jetzt werden hier Schellen verteilt. Ja, aber sowas von... Ich habe euch wohl unterschätzt. Gut, es bleibt spannend. Und wir sind noch lange nicht am Ende. Ich habe noch etwas Besonderes für euch. Oh oh. Und los! Nein! Sag mal. Ich darf die Sternattacke nicht vergessen. Ich dachte, der holt jetzt irgendwelche Typen. Dachte ich auch, Donut Cookie. Habe ich auch gedacht. So. Ich will ihn jetzt nämlich gerne einmal scannen. Das ist Aurelius. Seine Luftangriffe sind eine Klasse für sich. HP 40, Angriffskraft 4, Verteidigung 0. Abgesehen von den Luftangriffen hat er wohl keine besonderen Spezialitäten.
Aber ich denke, wir sollten uns auf einen harten Kampf gefasst machen. Nimm dich lieber in Acht, Mario. Okay. Die Musik ist halt echt cool. Oh yes, du bist im besten Chapter. Halt dich in Fulltime. Hi. Ja, wir sind hier voll vor dem Endboss. Oder so, keine Ahnung. Zwischenboss. Ich liebe die Musik. Die macht so Bock. Verdammter Mist. Ihr bringt mich ganz schön ins Schwitzen. Ich hätte euch viel früher kaltstellen sollen. Aber da es nun einmal so weit gekommen ist... Oh oh. Sag mal. Jetzt hängt der da oben. Sag mal, willst du mich verarschen? Ja, jetzt hängst du da nicht mehr, ne? Hey. Aurelius, der unbesiegbare Champion, besiegt von diesen halbstarken Pappnasen. Ja, wir sind Pappnasen. Woher wusste er das? Ich nenne euch auch immer Pappnasen. Woher wusste er das? Ja, wir haben ihn. Nice. Er guckt den Stream bestimmt. Wer hätte diese Entwicklung voraussehen können. Ein Wunder. Wahrhaftig. Eleganz und Kraft. Kraft und Eleganz. Seele und Seele standen sich in diesem Kampf gegenüber. Unglaublich. Wahnsinn. An diesen Kampf wird man sich noch lange erinnern. Man kann jetzt schon sagen, dieser Kampf wird zu einer Legende der Arena werden. Und der Sieger dieses nervenzerfetzenden Kampfes ist Bomba Luigi! Bravo Bomba, du bist der neue Champ. Der neue Champion ist Bomba Luigi! Chill mal, Junge. Dankeschön für 10 Bitties. Quack. Bomba, du hast es geschafft. Du bist der neue Champion. Habe ich jetzt den fancy Gürtel? Einen Meistergurt erhalten. Warum trägt er ihn nicht? Von nun an darfst du die Garderobe des Champions benutzen. Toad Scover, bring Bomba Luigi in seine neue Garderobe. Verstanden, Herr Clubbauen. Also, Champion. Hier entlang.
guckt auch so angepisst, ne? Dankeschön für die ganzen Clips und Gratulationen und so. Dankeschön. Meinen herzlichen Glückwunsch, Champion. Von heute an darfst du diese Garderobe benutzen. Sie gehört dir ganz alleine. Mach's dir bequem. Ich verabschiede mich zunächst. Also, bis dann. Oh, Mario, endlich haben wir es geschafft, aber... Aurelius wusste offensichtlich wirklich nichts über das Sternjuwel. Wir sind also immer noch nicht klüger. Wo kann das Sternjuwel nur sein? Oh Mario, hörst du auch diese seltsame Stimme? Vielleicht ein Geist? Geist würde ich jetzt nicht behaupten, wo wir doch da durch die Toilette und so sind. Da war doch auch so ein Raum mit dem Fernseher und Popcorn und so, oder Nüsse oder was das waren. Also schon wieder nicht noch mehr böse Überraschungen. Finde den Geist in der Champion-Garderobe. X. Wir sollen den Geist finden? Oh Gott, wie unheimlich. Also, ich leg mich erstmal schlafen. Weil das hier irgendwie auch die Dings auffüllt wieder. War die Toilette frei? Ja, wir kamen aus der anderen Seite. Das geht nicht weg. Mist. Und das funktioniert anscheinend nicht. Okay, ja, ja. Okay. Ja. Aber es geht hier doch hoch. Aber ziemlich sicher, dass man hier so hochkommt. Die Garderobe des Champions. Leider ist die Einrichtung nicht sehr geschmackvoll. Besonders das Bett mit dem Leopardenmuster finde ich scheußlich. Ob das wohl dem Ex-Champion gefallen hat? Oder war das etwa Clubbauen? Oder hat dieses Zimmer am Ende Toad Scover eingerichtet? Boah, du bist mir eine richtige gute Hilfe. Ich
Wir kommen hier nicht lang. Oh, warte, vielleicht... Vielleicht mit meinem komischen Drehdings hier? Ah, mit meinem Drehdings. Ist das nicht ein Lüftungsschacht? Wohin der wohl führt? Wihihuhu! Welch perfekt beschaffener Körper. Der macht mich für immer wunderschön. Aber diesmal muss ich sehr vorsichtig vorgehen. Neulich hat mich schon dieser Marono erwischt. Toad Scover und Bomber scheinen auch schon etwas zu ahnen. Naja. Wenn ich entdeckt werde, kann ich immer noch etwas unternehmen. Ich werde es einfach so regeln, wie mit den anderen Kämpfern. Wait, Toad Scover, war das nicht mit den Kämpfern? Okay. Okay. Dann ist Toad Scover vielleicht doch die, die uns die Nachrichten schickt, dass wir danach gucken sollen. Und wie mit Dark Toadster, dem ersten Champion. Diese Stimme, ist das nicht Clubbone? Die verschollenen Kämpfer gehen also auf sein Konto? Aber was meint er mit Körper? Ist er eigentlich ein kleines mickriges Häufchen oder was? Du musst dieses Zimmer sorgfältig verschließen. Und diese Unterlagen werde ich in meinen Schreibtisch verstecken. Oh, danke, dass du sagst. Sonst hätte ich es nicht gefunden. Aber es wird immer schwieriger, fähige Kämpfer zu finden. Sogar Aurelius hat gegen Bomber verloren. Es wird langsam Zeit, ihn auch auszulöschen. Für mich. Er will Aurelius auslöschen oder er will uns auslöschen? Dunkler Toaster? Ja. Hallo? Und ich hab's vorhin noch sogar noch angemerkt gehabt, dass da oben ein Lüftungsschacht ist. Er scheint weg zu sein. Er hat gesagt, er würde irgendwelche Unterlagen in seinem Schreibtisch legen. Das Problem ist, wenn ich jetzt hier runterspringe, komme ich nie wieder hier hoch. Das sind sicher die Unterlagen. Wir sollten sie genau lesen. Ja, aber am besten hier. Er liest sie hier. Unter dem Ring gibt es eine Maschine, für die man das Sternjuwel braucht. Hier ist sogar eine Funktionsskizze. Es ist etwas kompliziert. Aber das Juwel scheint die Triebkraft zu sein. Und die Maschine kann dann anscheinend einer Person die Energie entziehen. Okay. Ist so ein bisschen wie so dieses Verjüngungsding quasi. So von wegen... ich weiß gar nicht, ob ihr sowas kennt, aber es gibt ganz viele Geschichten so von wegen so, oh, ich klau dir mal 10 Jahre von deinem Leben und dann bist du halt 10 Jahre jünger wieder, so, weißt du? So ein Ding vielleicht. Ja, genau. Das ist mysteriös, ja. Und Dankeschön, Orga, für 50 Bits. Dankeschön. Ist zumindest der gleiche Storytrip. Ja, irgendwie so. Also sowas erinnert mich das halt. Ne? So, entzieht hier halt Energie von irgendwelchen Personen und dann gibt es die halt irgendwie weiter oder so. Daran erinnert mich das halt sehr stark. Vielleicht sind ja Marono und Samun auch von dieser Maschine ausgesaugt worden. Das erklärt, warum die so schwach sind jetzt, ne? Ah! Er hat doch gesagt, lieber nicht da drinnen lesen. Hey, wie seid ihr hier reingekommen? Und
Ihr habt die geheimen Unterlagen gelesen? Nein, ich bin blind eigentlich. Ich habe gar nichts gelesen. Was aus Marono und Samun geworden ist, war also dein Werk. Oh nein. Mario, wir müssen Clubborn verfolgen. Müssen wir? Ja, okay. Let's go, Verfolgungsjagd. Warte, ich hole einen Yoshi raus, okay? Bin ich schneller. Wo ist denn der lang gerannt? Oh, der ist bestimmt zu seiner Maschine oder so, ne? Wenn ich zum Kampf angemeldet bin, ich halt keinen Zutritt. Aber ich bin der Champion. Hallo, verstecken Sie sich hier? Nein. Clubborn? Na, der ist nicht hier. Clubborn? Oh. Der ist gerade ganz überstürzt zum Ring gelaufen. Ja, aber warum komme ich schon da nicht rein? Kann ich verarschen. Vielleicht mal speichern zwischendurch. Gute Anmerkung. Werde ich machen. Dankeschön fürs Speichern erinnern. Achso, hier lässt er mich jetzt rein, ne? Okay, gut. Und Hallöchen, Sagenit. Hi. Ich kenne nur den Verjüngungsbrunnen. Ja, ja, genau. Das war ja quasi mein Beispiel, ja. So in der Art quasi. Erinnere dich, steig nicht in den leeren Ring. Ja, stimmt. Haben die ja gesagt. Haben die gesagt. Die zwei. Aber ich glaube, mir bleibt nichts übrig, oder? Kann ja auch nichts wegpusten. Hier, die Schuhe quietschen. In den leeren Ring mit dir. Was hast du denn da für eine Kultklappe, genau. So eine Kultkutte. Oh Gott. Das Blatt will mich verführen. Sind hier aber auch nicht. Hier mal ein bisschen rumpusten, aber ansonsten. Ich glaube, ich muss da rein. Er wird einer von uns. Einer von uns. Einer von uns. In den Ring, in den Ring. Ja. Ja. Ich glaube, mir bleibt nichts anderes übrig. Ich dachte, ich kann einfach den Ring wegpusten. Du bist wirklich ein Volltrottel, mich bis hierher zu verfolgen. Und da du hinter mein Geheimnis gekommen bist, muss ich dich leider vernichten. Er fährt einfach runter. Ah, da ist das Sternjuwel. Mario, schau nur. Da ist das Sternjuwel. Na, wie gefällt euch das? Mit dieser Maschine
habe ich den Kämpfern all ihre Energie entzogen. Genau, um meinen wundervollen Körper für immer zu erhalten. Wir werden nicht zulassen, dass das Sternjuwel für so etwas missbraucht wird. Was ich mit meinem Sternjuwel mache, ist ganz allein meine Sache. Also los! Ja. Volle Kraft! Volle Kraft raus! Ein Leitermatch steht an. Wer den Ring in Klammern Sternjuwel runterholt, gewinnt. So fühlt sich das gerade wirklich an, ne? Der ist irgendwie ein bisschen rot geworden, ne? Huh? Klubbohne ist riesig geworden. Ich werde euch zermahlen und daraus neue Energie für mich gewinnen. Versuch's doch. Mega! Meine Kraft ist unendlich. Solange ich diese Maschine habe, ist mein wundervoller Körper unsterblich. Mario, diesem Kerl werden wir es zeigen. Ja, ist ja gut, dass du vorgehst, Gumbit, ne? Ein Tubba-Blubba, aber diesmal stark, ja. Stimmt, ne? Das ist Mega-Club-Bauen. Die Kraft des Sternjuwels macht ihn so stark. Maximal-KP 60. Angriffskraft 4, Verteidigung 0. Vermutlich wird er erst die Zahl seiner Aktionen erhöhen. Danach verwendet er Items, um seine Angriffskraft zu erhöhen. Achte genau darauf, wie Mega-Club-Bauen seine Kraft erhöht. Aber es ist schon grotesk, wie dieser Clubbauen sich aufgepumpt hat. Diese Sternjuwele haben wirklich eine unglaubliche Kraft. Ja. True. Ja, gut. Ja, Paralysieren bringt bei dem nichts. Okay, okay, okay. Mega Clubbone. Level Mega. Orange ist Cooper Digimon. Typus Virus. Attacke. Fliegerichten. Er ist einfach wie so ein Digimon. ja, was mache ich denn jetzt hier, Mensch? Austauschen erstmal. Ich weiß, ich krieg Schmodders den in seinen Mund rein. Ich will es versuchen. Oh nein! Jetzt ist es wieder. Jetzt ist es wieder neblig. Oh oh. Eigentlich auf mich aufsetzen. Oh, du bist echt schwer. Mach mal nicht.
Okay, kann Yoshi nicht. Vielleicht liegt es auch an dem Nebel. Der kann übrigens recht gemein werden, wenn man mit einem 10 KP spielt, weil er so viele Buffs hat und so oft angreifen kann. Ja, das glaube ich dir. Das glaube ich dir. Zum Glück spiele ich das nur recht casual durch. Kannst du den Kleinen mal beibringen, dass er nicht alles in den Mund nehmen soll? Hat er ja leider nicht funktioniert. Sieht ja auch bestimmt lustig aus. Guter Kampf, Bomber. Greif einfach weiter an, genau so. Okay. Alter, chill mal. Aui. Mist. Zahl der Aktionen geschrieben, ey. Hey, aua! Mist! Oh, ich hab nicht aufgepasst. Gemein. Das hat ja irgendwie auch nicht so viel gebracht. Gibt es eigentlich in dem Spiel je ein Tutorial für die Showtime-Actions? Ich weiß es gerade nicht. Ich weiß es leider gerade nicht. So, du schlägst dich wacker, Bomber. Ich habe auch nichts anderes erwartet. Schließlich habe ich sofort erkannt, dass du ein vielversprechender Kämpfer bist. Aber der Kampf ist noch lange nicht vorbei und ich kann auch anders. Ich werde dir eine Kostprobe meiner unendlich technischen Raffinesse geben. Oh Gott, bitte nicht. Klick mal direkt, nachdem dein Hammer beim Schlag den Boden berührt, den A-Knopf, wenn du möchtest. Erstmal dem ganzen Publikum sehen, wo was geworfen werden soll, ey. Aber das geht nur bei Mario.
Die Partner haben das auch. Alle haben extra solche Commands. Okay. War das richtig? Habe ich es richtig gemacht? Bravo, okay. Und damit führt sich diese Sternenergie schneller. Habe ich das richtig verstanden? Yes, ah, okay. Ich glaube aber, sowas zu gelesen zu haben, aber ich wusste nicht, was die meinten. Ich glaube, das war das Problem. Irgendwie meinten die irgendwas nach dem Angriff nochmal A drücken oder irgendwie sowas. Ich bin der Meinung, ich habe irgendwas sowas schon gelesen. Nachdem sie den Boden berührt. Ja, da hatte ich gerade kein richtiges Timing. Ich habe es versucht. Ich habe auch lange nicht gewusst, wie das geht. Ich bin der Meinung, ich habe es irgendwo gelesen. Von irgendeinem NPC, glaube ich. Aber ich wusste nicht, was damit gemeint war. Das war, glaube ich, eher das Problem. Da stand irgendwas so nach dem Angriff A und ich so, hä, warum? So, hä? Aber Sprung und Hammer sind echt easy von Mario. Ja, also, ich hoffe mal, dass ich das mit dem Hammer nochmal hinkriege. Aber es war vorhin ganz okay, glaube ich. Ja. Das mit dem Hammer sollte ich wahrscheinlich öfter hinkriegen. Und Dankeschön für den Tipp. Dankeschön, Bona. Und auch Fulltime, Dankeschön, dass du es angesprochen hast. So, freu dich nicht zu früh, Bomber. Der Sieger steht erst fest, wenn der Kampf vorbei ist. So ist der Kampfsport. Das stimmt. Du wirst sehen, am Ende wird der Sieger Sieg mein sein. Oh, bei Special Attacks wie den Powerhauer kannst du, glaube ich, sogar 3 Rückwärtssaltos machen, wenn du halt immer A drückst, wenn Mario landet. Ich bin eh nicht so gut in Timing-Sachen, also ihr solltet jetzt nicht erwarten, dass ich das immer hinkriege. Ich bin echt nicht gut in sowas normalerweise. Ja. Clubbone ist kaputt. Und wir haben wieder ein Level up. Nice. Doch erwarten wir Nini. Mach mal nicht. Mach mal nicht, Bona. Geh mal wieder ein bisschen auf OP. Oh, ich bin so groß Maul, ja. Dass dieser wundervolle Körper verlieren könnte. Bomber, guter Kampf. Bomber! Lol, da ist doch die Toadscova. Nein, Mario. Sie ist X, ne? Sie ist doch X. Danke, dass du diesen Kerl erledigt hast.
Toadskova. Entschuldigt bitte, dass ich euch damit hineingezogen habe. Aber ich musste unbedingt ans Licht bringen, was in dieser Arena vor sich geht. Aber lasst mich euch die Geschichte von Anfang an erzählen. Ich hatte früher einen Bruder namens Toadsco. Ein wirklich feiner Mann. Um unsere arme Familie zu ernähren. Orca, danke schön für 50 Bits. Oh, ihr Bruder ist wahrscheinlich dieser Dark Toaster. Schätze ich mal. Das brauchst du mir gar nicht mehr erzählen, das weiß ich jetzt schon. Okay, um unsere arme Familie zu ernähren, hat er sich hier als Kämpfer verdingt. Eines Tages war er plötzlich verschwunden. Als Assistentin des Chefs versuchte ich, etwas über meinen Bruder herauszufinden. Und ich erfuhr, was Clubbone hier für ein Spiel trieb. Aber allein konnte ich nichts gegen ihn tun. Und dann seid ihr aufgetaucht. Ich habe euch heimlich Informationen zugespielt. Oh, dann bist du also dieser X, der uns die Mails geschrieben hat. Ja, genau. Ich habe eure Kämpfe genau beobachtet und da wurde mir klar, dass nur ihr in der Lage sein würdet, Clubbone zu besiegen. Herr Clubbone, was... Nein, Schluss mit dem geheuchelten Respekt. Clubbone, was hast du mit meinem kleinen Bruder gemacht? Oder vielmehr, was ist aus dem ehemaligen Champion Dark Toadster geworden? Dark Toadster? Er ist hinter das Geheimnis meiner Maschine gekommen. Deshalb musste ich ihn auslöschen. Du wirst ihn nicht finden, der du auch suchst. Ich wusste es. Oh, Toadsco. Oh, sie war immer so unnahbar. Dabei hat sie nur ihren kleinen Bruder gesucht. Oh Mario, sieh nur, das Sternjuwel. Oh. Ist das hier die Arena? Toadsco! Oh, Schwesterchen, was machst du denn hier? Was? Also, ich bin... Schon gut, Toadsco. Es ist vorbei. Alles okay. Daraus bestand also die Macht des Sternjuwels? Also dann, Mario, das Sternjuwel gehört dir. Oh, wirklich? Wir dürfen das Sternjuwel mitnehmen? Das wäre sogar besser. So eine Sache darf hier nie wieder passieren. Also dann, Mario, nehmen wir das Sternjuwel an uns. Oh yeah. Du erhältst ein Sternjuwel und bekommst zurück Riza. Hallo. Mario lernt die Sternattacke Power Plus. H.
Kapitel Ende. Unter der schillernden Oberfläche war Falkenheim ein düsterer Ort und gefährlicher Ort. Aber mit Soulscovers Hilfe entlarvte Mario Clubbones düstere Machenschaften. Und nach seiner Musik über Mega Clubbone erhielt er das dritte Sternjuwel. Dieses Juwel, das Antrieb für die Maschine war und Clubbone seine Macht verlieh. Welch geheime Kräfte schlummerten wohl noch in den Sternjuwelen? Ja, ich möchte bitte speichern. Bevor wir jetzt aber weitermachen, mein Bot hat vorhin schon rumgemeckert gehabt, dass Pausenzeit ist. Und ich mache jetzt mal ganz kurz eine Pipi-Pause. Ich bin dann gleich wieder da.